Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter Teil, Opposition, Mond. Uranus, nehmen wir den Saturn dazu, haben wir ein T-Quadrat, nehmen wir den Mars großzügigerweise dazu, dann haben wir ein geschlossenes, festes Quadrat. Einfach, also astrologisch einfach gesprochen, würde die Mond-Uranus-Opposition, also das Gerüst dieses Aspektes bedeuten, Mond im Skorpion, steht einmal dafür, dass die Menschen sehr, sehr tief fühlen, dass es sozusagen ans Eingemachte geht. Bei Mond im Skorpion ist man natürlich sehr leicht verletzt und ist auch, wie sagt man, rachedürstend, also sehr intensive Gefühlswahrnehmung und eigentlich großes Festhalten. Und die Opposition zu Uranus heißt ja was ganz anderes. Mond-Uranus-Opposition heißt, ich will frei sein, ich möchte mich mit niemandem binden, ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte unabhängig sein. Ja? Und es ist absurd. Und daher kommt für mich, ja, daher kommt für mich eben diese 29er Leidensspannung zutage, weil man eben auf der einen Seite total intensiv festhält, große Abhängigkeiten emotional hat und auf der anderen Seite will man frei sein. Ganz schön schwierig, oder? Wasch mir ein Pötz, aber mach mir nicht nass. Also sehr, sehr eigenartige Konstellation und auch schwierig für uns alle. Das ist eine wirklich schwierige Zeit, die genau jetzt ist. Möglicherweise ist das diese Auslösung, die ich gesagt habe, für den 19., 20., 21., dass eben hier etwas Starkes zutage tritt und das ist auch ein starkes Horoskop. Ich würde mir aber wünschen, dass wir auch ein sichtbares Ergebnis in der Außenwelt sehen. Weil nur aufs Horoskop ausreden, stimmt, das ist unfair, das geht nicht. Das heißt, drittes Haus, die Leute wollen wieder Skorpion, ihre tiefen Ansichten äußern. Ja? Man will nicht mehr political correct sein und jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja, man möchte einfach auch seine Meinung frei heraussagen. Und natürlich steht Skorpion und drittes Haus ist auch immer die Macht der Worte, gar keine Frage. Manipulationsgefahr ist natürlich hier auch gegeben. Und die Besetzung des neunten Hauses mit Uranus bedeutet natürlich Freiheit, Reisefreiheit. Die Leute wollen einfach wieder dorthin, wo sie hinwollen und nicht 35 Zertifikate vorweisen. Ihr wisst ja, die 5G, wobei das vierte G heißt, glaube ich, gelitten und das fünfte G heißt dann gestorben. Also wo dann die Urne auf Wanderschaft gehen darf, aber auch nur unter bestimmten hygienischen Voraussetzungen. Das heißt, hier haben wir dann noch den Saturn im Doppelquadrat, der das Ganze erschwert. Saturn ist ja die große, das Hemmnis, die Hürde, der Hemmschuh, der Stein, sozusagen diese schwierige Energie und die hängt eben mit dem fünften Haus zusammen, dass eben der Wohlstand abhanden gekommen ist. Ja? Also das heißt auf gut Deutsch, man kann sich das Reisen nicht mehr leisten. Würde ich hier so interpretieren, ja. Auch wenn sehr viel darüber steht, ja, die Leute haben hunderte Milliarden gespart und wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld, kann sein, dass das für einige Reiche wirklich zutrifft und der Fall ist. Ich habe eher beobachtet, dass es den kleinen Leuten schlechter geht. Und natürlich könnte auch zusammenhängen, ja, durchaus mit Preiserhöhungen. Natürlich, wenn Preiserhöhungen 15-20% so still und heimlich sich einschleichen wie ein nasser Furz, ja, dann hat es aber nichts damit zu tun, dass die Gehälter steigen, weil vom großartigen Steigen der Gehälter habe ich noch nichts gehört, aber die Preise steigen sehr, sehr munter und der Mars würde dann das Ganze sehr stark anheizen und der Mars bezogen aufs 11. Haus würde dann natürlich bedeuten, dass Gruppen, ja, dass aus Gruppen heraus einfach explosionsartige Impulse kommen werden. Also das ist einmal banal astrologisch dieses Quadrat aufgelöst. So, jetzt wollte ich noch auf eines hinweisen und zwar, ich habe nicht darauf vergessen, das da, manchmal vergesse ich ja auch nicht auf alles, das da ist die Zufahrtsstraße hinauf zur Wiener Hütte. Also da kommt man Busstation Wienergraben, Kaltenleut geben, Wienergraben. Dann haben wir, ja, und das hinaufmarschieren, muss ich ehrlich sagen, das ist kein Honiglecken. Ja? Und hier haben wir dann die Wiener Hütte. Die ist dann vom Parkplatz gesehen, wenn man raufkommt, die Straße auf der rechten Seite und wir treffen uns hier auf der drüberen Seite gegenüber, ja, wo die Autos stehen. Ja. Wo die Autos stehen, dahinter ist die Wiese und ich konnte leider kein besseres Bild machen, weil das voll besetzt war. Und ihr wisst ja heute, wenn man irgendein Foto in Richtung Leute macht, kommt sofort einer
und sagt, das musst du löschen. Also das heißt, hier ist die Wiener Hütte, hier ist der Parkplatz und da ist Schatten. Ja. In diesem Schattenbereich habe ich mir gedacht, dass wir uns sehen, diese Anhöhe sieht man von unten sehr, sehr schön. Also wie gesagt, hier hinten, weiter hinten ist die Wiener Hütte, mittig ist der Parkplatz und hier ist eben dieser Schattenbereich. Gut, apropos Schatten, ich spiele gleich ein lauschiges Video. Von der Leasing habe ich zuletzt angefertigt. Sehr, sehr schön, sehr kühlend, weil wir hatten gestern 36,3 Grad hier bei uns, Bezirk Mödling. Auf der Wiener Hütte ist es, würde ich sagen, vielleicht um ein Zehntel Grad kühler, wenn überhaupt. Um 20 Uhr hatten wir 33 Grad und um 24 Uhr hatten wir gestern 27,5 Grad. Ich habe extra aufs Thermometer geschaut. Also das heißt, um die Zeit herum, wo wir einander treffen wollen, hat es möglicherweise 34, 33 Grad. Das heißt, enorm heiß, enorm mühsam, enorm schwierig. Wenn du Schwierigkeiten mit Herz-Kreislauf hast, bitte bleib zu Hause. Steck das, wie sagt man, den Kopf unter das kalte Wasser oder bleib im Bett liegen oder in die Badewanne hinein. Aber mit Herz-Kreislauf-Problemen würde ich dir raten, bitte bleibe zu Hause. Komm nicht rauf. Warum? Wir wollen sozusagen hier eine freudige sozusagen Begegnung haben, aber wir wollen nicht sozusagen den Notruf 144 betätigen müssen. Ich nehme auf jeden Fall Natron mit, ich nehme auf jeden Fall Strophantin, Urtinktur mit, dann nehme ich mit jede Menge Taschentücher, WC-Papier nehme ich auch mit. Ja, klar, bei diesen Temperaturen trinkt man viel und das heißt, trinken bedeutet dann auch immer sehr, sehr viel Ausscheidung. Und hier ist eben nahegelegene Wald, hier ist der Waldrand, aber hier rechts ist nicht so günstig, weil da läuft nämlich die, naja, Forststraße, möchte ich nicht sagen, dieser Wanderweg vorbei, also da kommen jede Menge Leute rauf, also dran vorbei. Aber hier zum Beispiel in der Region kann man ohne weiteres sehr diskret sozusagen sich von gewissen körperlichen Lasten befreien. Ja, also das wollte ich eben noch sagen zum morgigen Treffen. Ich bin selber sehr, sehr neugierig. Natürlich haben wir den Status einer zufälligen Begegnung von Spaziergängern. Geplant ist nichts und wir schauen, wie es wird. Ich habe auch keine Ahnung, wie es wird. Und ja, bin selber schon neugierig. Werde das morgen noch einmal kurz erwähnen. Und ja, gut, ansonsten, wie gesagt, schauen wir, wie es weitergeht. Und morgen ist eben das große Lichtfest und im Gegensatz zu den meisten oder so gut wie allen Sonnwendfeiern, die immer nur Samstag, Sonntag stattfinden oder Freitag, treffen wir einander zum richtigen Zeitpunkt. Okay? Gut, das war's und weiter zum besten Teil. Ende.